Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir starten in Großbritannien und hier ist unser Zwillingsstufe 1 fertig geworden. Problem, sieht gerade platzmäßig nicht so gut aus. Ich habe hier aber auch keinen, den ich wegschicken wollen würde. Ich habe in Deutschland schon einmal einen Platz gemacht. Schauen wir mal, wen haben wir noch hier? Fargo. Könnte theoretisch in die Oase passen in Deutschland. Cheyenne? Nee, die können theoretisch hier bleiben. Ja, nee, dann muss unser... Wobei der Stufe 3er, den können wir uns anschauen und auch rüberschicken. Das ginge auch, dann geht er vor und Stufe 1 kommt danach. Ruga, ja. Ruga möchte ich ihn aber nicht unbedingt dabei belassen. Ich weiß nicht, ob wir die Stute Fargo oder lieber ihn. Naja, sehen wir dann. Gut. So, dann zeigt er sich. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf mit dir nach Deutschland. Stopp. Da. Und dann... Gut, dann, weil uns dieser gute Zwilling hier zwar Diamanten bringt, aber mit Level 1 natürlich noch nicht so viel, würde ich ihn auf die Weide schicken. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, wo war der Zwilling zu finden? Oh, ich finde hier alles Mögliche. Gerade nicht. Dann machen wir es so. Stufe 1 war es ja. Zwilling. Und es müsste ein Stütchen gewesen sein. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es hier war. Nein. Oder ist es nicht mehr da? Der Zwilling war auch nur durch Zufall haben wir den gefunden. Steinbock hatte ich mir auch mal aufgeschrieben. Ja, Steh und Jungfrau, aber halt nicht das Passende. Ich würde sagen, kleinen Augenblick, ich schaue mal, wo der Zwilling ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Zwilling gefunden. Genau, hier in Montana und da stehen die beiden. Du bist der Hengst, also nehmen wir die gute Stute, unser Sam. So, jetzt aber ihr beiden. Ja, wenn es sich mal entschieden hat, wer wie viel und... So. Wird es ein Stütchen? Ja, es wird ein Stütchen. Ich würde sagen... Wir verkürzen hier gleich mal die Zuchtzeit. So. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Ach so, der Salat. Nein. Der Salat. Haben wir genug? Oder muss ich erst ernten? Nein, alles gut. Machen wir hier oben erstmal und danach holen wir uns wieder Erdbeeren und... Melonen. So, kaufen. Gut, dann geht's jetzt auf nach Deutschland.
Und hier haben wir auch ein Gotland-Pony Stufe 3. Ich glaube, das verkaufen wir jetzt einfach so. Das wird sonst echt zu viel hier. So viel können wir gar nicht trainieren. So viel Platz haben wir momentan nicht. Letztes Mal waren die beiden noch zusammen, aber irgendwie jetzt nicht. So. Immerhin 14% Chance. Aber es wird nichts. Und heute wird es ein Hengst, der Elia. So, dann kommt Igel auf die Weide. Unser Mavari kommt noch auf die Weide. Kisari. Achso, Nova müsste fertig sein. Millie müsste aber noch trainieren. So, Nova ist zumindest Level 10. Sagen wir es mal so. Er ist so insoweit fertig, dass wir ihn für Diamanten verkaufen könnten. Und ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen, weil wir einfach zu wenig Platz haben. Momentan. So, und hier haben wir noch keine neuen Aufgaben. Achso. Gut. Das hätten wir. Wir haben sehr viel Post. Ja, da gucken wir dann gleich. 7800 Münzen als Stallbursche verdient. Zwillingspunkte. Ja, das sollten wir dann auch ausnutzen und die mal ausgeben. Ja, eine Freundschaftseinladung, die akzeptieren wir. Das Dorf wurde besucht. Noch mehr Zwillingspunkte. Die Pferde wurden gestreichelt. 2461 Münzenzuchtbelohnung. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir jetzt nochmal auf die Fantasieinsel. Ja, hier habe ich auch immer noch niemanden verkauft. Das ist halt so die Frage. Da ich ja Stufe 3 Hengst und Stute habe, ist es vom Prinzip her egal. Dann könnte ich Stufe 2 und 1 entweder einen Hengst oder eine Stute behalten. Ja. Ja, da war ja das Problem, die haben ja beide Werteverbesserungen bekommen und vom Prinzip her keine Ahnung, was besser ist, weil er hier, glaube ich, Sprung verbessert und hat eine Wetterverbesserung und sie hat Ausdauer verbessert, genau, und hat eine Wetterverbesserung, sie hat den Donnerhuf, er hat den Eisläufer, ne, ja. Ich weiß nicht, was besser ist. Ja, bei denen könnten wir auch gleich mal zum Glücksrad schauen, bei den Stufe 3ern. Und bei den beiden machen wir das auch mal und dann gucken wir einfach, was hier besser ist. Oh, das steht sehr kurz vom Level ab. Füttern wir sie dann mal. Vielleicht entscheidet das ja, dass ich dann auf Stufe 2 vielleicht einen Hengst behalte und auf Stufe 1 die Stute oder so. Mal gucken. Und wir bekommen die Diamanten. Sprungverbesserung wäre natürlich schön. Weil der Sonnenstreicher ist auch okay. Nehmen wir auch. Aber jetzt gibt's Sprung. Sehr gut. Dann könnte sie eigentlich schon wieder mit auf die Weide. Und zu ihm gucken wir mal. Tommy, was sich da so ergibt. Ja, hier gibt es noch Kuchen. Und er könnte den Eisläufer bekommen. Er nimmt auch seine Flügel gerade gar nicht an, ne? Nee, auch er kriegt die Sprungverbesserung. Ja, damit sind die beiden auch schon wieder gleich auf, was das angeht. So, ab auf die Weide. Und ihr beiden. Gut, wenn wir es so machen, wir haben die Punkte eingelöst für den Hengst auf jeden Fall. Weil es gab ja da nur den Hengst. Oh, auch hier kriegen wir 20. Diamanten. Ach ja, sie wollte ich ja füttern. Das sollte auf jeden Fall fürs Level abreichen.
Oh, sie steht im Futtertrog. Oh. Das ist bestimmt nicht so angenehm gewesen. Und hier gibt es nochmal die Chance auf eine Werteverbesserung oder eine Wetterfähigkeit. Und es wird der Eisläufer. Okay. Und was sagt er? Alfie. Oh, Level 14 hat er schon. Wahnsinn. Wer bekommt den Sonnenstreicher auf Bronze mit einem Schleifchen? Und das war's auch schon wieder. Nur ein Level ab. Vielleicht schicke ich die jetzt einfach mal nicht auf die Weide. Ich muss mir da noch Gedanken drum machen, aber das dauert jetzt zu lange. Vom Prinzip her ist es ja, wie gesagt, egal, wen wir behalten. Achso, Frankreich dürfen wir nicht vergessen. Gehen wir erst nochmal nach Frankreich. Ja, die gute Meron-Zucht. Ich wollte es ja jetzt lassen, ne? 5 Hengste sind, aber irgendwie denke ich mir ja vielleicht noch einmal und dann kommt eine Stute bei rum. Ja, vielleicht. Mal gucken. Den Friesen hatte ich eigentlich rausgestellt, damit gezüchtet werden kann, weil es ja den Legendären gibt. Ich packe sie jetzt erstmal rein. Weil auch ihn möchte ich erstmal hier hinstellen. Kommt dann. Obwohl, er kommt jetzt gleich mit auf die Weide. Geht schon mal vor. So, und Kosmetalia müsste es gewesen sein. Vielleicht doch noch einmal. Ich weiß nicht, aber es ist so deprimierend. Es ist so deprimierend. Wir gucken jetzt einfach mal. Nein. Okay. Nein, also wir haben eine 25-prozentige Chance auf ein Stütchen. Das ist schon deprimierend wieder. Aber es wird das Stütchen. Also aber mal nachgucken. Endlich ein Stütchen. Gut, danach geht es aber auf jeden Fall mit der Ardenna-Zucht weiter. Die Ardenna stehen ja hier schon bereit. Und er geht auch mit auf die Weide, der gute Agent. Schließlich muss er ja auch irgendwann verkaufen. Die Ardenna, ach komm, die können auch nochmal trainieren. Weil einer von den beiden wird ja dann definitiv verkauft werden, wenn wir Stufe 4 haben. Und wir gucken jetzt noch nach Montana. Montana, ja, Tennessee Walker Zucht. Problem ist, der Hengst steht hier noch nirgends. Das heißt, er braucht auch noch ein bisschen, bis er Level 5 erreicht. Und wir somit mit ihm züchten können. Aber immerhin, er ist schon mal da. Ja, trainiere ich die Appaloosa erstmal weiter. Eigentlich müsste ich Platz schaffen. Problem ist, die Oase hier ist voll, ne? Fast. Ich würde jetzt erstmal Bonnie anschauen. Ich würde sie dann erstmal reinschicken und den Tennessee Walker dann hier hinstellen. Ich hoffe, oder vielleicht ist auch ein Stütchen endlich mal so weit, dass ich sie verkaufen kann. Da. Nein. Warum die Münzen? Oh, nee. Vor allem die Tiere mit den schlechten Werten, die können es doch wirklich vertragen, mal eine Werteverbesserung zu bekommen. Genau, Ausdauer zum Beispiel. Aha, wobei die anderen beiden. Oh, sieht deprimierender aus. Aber Ausdauer könnte sie jetzt nochmal richtig schön verbessern. Und es klappt sogar. Gold mit Krönchen auf Ausdauer. Aber die anderen beiden Werte, Geschwindigkeit und Sprung, sind nur Bronze. So, das Minimum. Auch ein bisschen traurig. Aber gut, wir schicken sie jetzt leider erstmal rein. Trainieren können wir sie ja theoretisch in der Oase auch. Problem ist, das vergesse ich leider oft. So, James. Er möchte Soja. Ja, dann nehmen wir das auch gleich mal mit. Wir könnten es natürlich auch auf die ganz schnelle Art machen, ihn auf die Weide schicken und dann Diamanten ausgeben, aber so richtig gut finde ich das nicht.
So viel braucht er ja auch. Ja, nein, bis zum nächsten Level, das geht. Aber er scheint hellblaue Augen zu haben. Das freut mich. Ja, doch, es geht auf jeden Fall von dem, was er sich momentan aussucht. Das ist doch okay. Wir sind theoretisch schon wieder über der Zeit, aber die Zucht sollten wir doch hoffentlich noch hinbekommen. Dann sind wir, ja, Level 2 hat er schon. Sehr gut. Nein, so darfst du nicht weitermachen, kleiner Mann. Aber er ist schick, ne? Sehr schick mit diesen hochgestiefelten weißen Beinabzeichen. Diese, ich weiß gar nicht, nennt man das auch Stiefel? Da bin ich mir immer nicht so sicher. Die Körperfarbe ist auch richtig schick. Die Mähne so hell. Ja, doch. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Äpfel, hoffentlich haben wir noch genug. Wenn nicht, müssen wir nochmal schnell Frankreich besuchen. Nee, reicht. Los, Kleiner. So, Level 3 wird auf jeden Fall. Und Müsli-Riegel, genau. Das ist gut. Ich glaube, Müsli-Riegel hatten wir sowieso zu viele. Wobei wir auch diesen Kirschkuchen immer wieder übers Glücksrad bekommen. Das kann er auch gern mal sich gütig dran tun, ne? Sich vollstopfen. Gras ist jetzt nicht so das Wahre. Aber wir könnten Hidalgo, den schicke ich dann lieber erst nochmal auf die Weide. Ach so, Fargo. Ach so, die Stuta auf Stufe 2 habe ich schon verkauft. Weil in Deutschland einfach das platztechnisch so ziemlich bescheiden aussah. Und jetzt habe ich hier 2 Stuten. Und eben Melder. Theoretisch wäre es, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn ich ihm Melder einfach den Schokokuchen gebe. Und sie dann auf die Weide stelle. So. Bringt uns nämlich auch nochmal ordentlich was. Und dann ist sie ja eigentlich die ich trainieren und verkaufen sollte. Weil ich glaube, Royal war ja unsere Ausgangsstute, die wir als erstes seit Stufe 3 hatten. Und man sieht, so lang kann das Level-Up nicht mehr auf sich warten lassen. Aber ich denke mal, so richtig viel werden wir mit Level 50 wahrscheinlich nicht freischalten. Woran ich jetzt aber auch wieder so ein bisschen am Überlegen bin, wo sich unser Diamantenbestand so ein bisschen erholt hat. Hier steht noch irgendwie Werte im Markt in Montana auf Stufe 4 auf. Die Sache ist halt die, ich habe es halt lange Zeit nicht gemacht, weil dann halt hauptsächlich Pferde für Diamanten hier angezeigt werden. Die Sache ist trotzdem die, dass wir ja bis jetzt Pferde aus dem Markt sehr, sehr selten sowieso gekauft haben und von daher würde ich sagen, machen wir das einfach mal, ne? 55. Und dann kriegen wir hier die Aufgaben weiter. Denn die Folgeaufgaben könnten uns ja auch nochmal Diamanten bringen. Ich meine, hier kriegen wir wenigstens mal 10 wieder. Wenn ich endlich mal die roten Salate fertig mache, dann kriegen wir da auch neue Aufgaben wahrscheinlich. Und ja. Mal gucken. Einfach, dass ich da die Aufgaben auch mal weitermache. Das habe ich ja sehr lange vernachlässigt. Und da gibt es ja auch Zuchtaufgaben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt auch mehr Wert drauf legen soll, weil es ist ja schon alleine anders gefärbt. Erfülle die besonderen auf, um die Belohnung zu erhalten. Das sieht aus, als wenn man hier ein Pferd geschenkt bekommt. Ist jetzt natürlich die Frage, ist das wirklich so? Was für eins ist es? Ist es einfach random? Ist es ein normales Pferd, was wir sowieso dann schon gezüchtet haben? Oder ich weiß nicht, aber vielleicht sollten wir es einfach mal rausfinden. Und dann hier auch mal einen amerikanischen Traber züchten. Aber ich glaube, den hatten wir auf Stufe 4 schon. Ne? Oder, ja, den haben wir schon. Dass er nach dem Tennessee Walker, dass wir dann halt in Montana erstmal gucken, dass wir so ein bisschen weitermachen. Dass wir zwischendurch immer mal so eine Zucht haben, dass wir einfach diese Aufgaben erfüllen können. So, natürlich Trauben. Ich
Ich finde es auch schade, dass man gar nicht mehr nachgucken kann, ne? Wie viel Punkte man hier braucht. Ja, das ist ja schön und gut, aber... Oder wisst ihr, wie das jetzt geht? Seitdem hier oben diese Leiste neu gemacht wurde. Das ist ziemlich schade. Man sieht nicht mehr, wie viele Punkte man braucht. Früher war es besser. Ich kann Montana umbenennen. Ja, das brauche ich aber eigentlich hier alles nicht. Sehr, sehr schade. Ausmisten, ja. Das dauerte mir jetzt doch, muss ich leider sagen, ein bisschen zu lange. Müssen wir halt leider Diamanten ausgeben. Blaues Futter. Na, jetzt hätte er sich nicht den Schokokuchen wünschen können, dann wäre er schon längst Level 5 und wir hätten schon züchten können. Ja, sehr gut. Die Melonen haben es jetzt gebracht, die erforderlichen Erfahrungspunkte. Und da ist er. Ja. Der ist auch echt, muss man schon sagen, schick, schick. Gut, dann jetzt aber endlich. Zucht mit den eigenen Tennessee Walkern. Das heißt, wir haben auch eine bisschen erhöhte Chance jetzt. Ne? Also 13% ist auf jeden Fall höher auf Stufe 4, als wenn wir mit einem Fremdpferd gezüchtet hätten. Aber es wird erstmal Stufe 3 und natürlich eine Stute. Aber das ist mir jetzt ziemlich egal. Ja, schade. Gut, dann... Ach so, wir wollten die Truhen fast vergessen. Gucken, gibt es noch andere Rezeptabschnitte? Es dauert und dauert. Nee, also hierfür nicht. Aber das kann ja immer mal sein. Nein. Nein, es gibt Deko und Münzen und... Schade. Ich hätte die Rezepte schon gerne. Ich habe zwar die Pferde, aber trotzdem hätte ich die gern freigeschaltet. General und das Weihnachtspferd, das ist... ja, echt schade. Aber gut. Oh Gott, hätte ich nicht geguckt, ne? 11 noch. Okay, ich schaue, dass ich die Diamanten, ja, die Saphire jetzt... flott reinkriege. Ich weiß gar nicht, wie viel kriegt man denn hier. Also hier kriegen wir einen. Haben wir hier in dem Rennen. Da bekommen wir bei 4002. Hier bekommen wir insgesamt 3. Das heißt 5. Hier nochmal 2. Hier nochmal 2. Das macht 9. 10. Und dann auf jeden Fall in dem Wolkenrennen. Das möchte ich auf jeden Fall wieder machen. Da kriegen wir gleich 4. Also ja, ich muss jetzt halt nur rennen, rennen, rennen laufen. Ist natürlich jetzt schwierig. Ich kann keine guten Pferde rausstellen, weil ich nur die Fohlen jetzt hier draußen stehen habe. Schwierig. Muss ich noch ein bisschen warten und dann gucken. Oder kann ich hier in Frankreich... Nee, da steht auch nur ein Fohlen. Ja, wenn die fertig sind, dann muss ich dann doch nochmal ein erwachsenes Pferd reinstellen, verkaufen, was auch immer. Und dann... wobei, macht das Sinn? Wie viele Fohlen? Ich habe hier Stufe 3 Stute als Fohlen für die Aufgaben. Ich habe in Frankreich den Hengst. Das sind alles Ausgewachsene, die auch... Ja. Gut. Also doch nicht so viele Fohlen. Ja gut, sonst muss ich halt doch sagen, bei den Merons ist da nicht. Da muss ich 2 Hengste verkaufen, bevor sie Diamanten bringen. Oder den guten Nova. Aber habe ich hier... Aber ich könnte ja einen Fohlen wegschicken. Gut, dann tut's mir leid, Nova. Doch, ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir ihn nochmal hatten, aber... So wird das nichts. Haben wir hier austrainierte Pferde? Vermutlich nicht. Das heißt, ich müsste aus Montana oder aus Frankreich das Fohlen
rüberschicken. Nee. Dann, hier haben wir auf jeden Fall Ronja. Ich würde jetzt mal erstmal aus Montana das Fohlen nehmen. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht nehme ich ja nochmal ein, zwei Rennen auf. Oder ein, zwei Rennfolgen. Mal gucken. Also, bis dann. Tschüss.